Irgendwann bog er rechts ab. Er wollte uns etwas zeigen. Ein leeres Gefängnis. Das ist das Frauengefängnis. Es ist inzwischen geschlossen. Es ist nicht stark bewacht. Wir können bis ans Haupttor fahren, damit Sie ein bisschen was sehen. Es wurde stillgelegt. Ich war bei dem feierlichen Akt dabei vor ungefähr einer Woche, als es offiziell stillgelegt wurde. Aber plötzlich tauchte wie aus dem Nichts eine Aufseherin auf. Sie forderte uns auf, uns davon zu machen. Jim meinte, wir täten gut daran, ihrem Rat zu folgen. Diese Frau sollten wir bald wiedersehen. Sie sehen viele solcher Steinblöcke an den Gebäuden hier. Das ist typisch für unseren Bezirk. Sie wurden von Häftlingen gemeißelt und von Hand bearbeitet. Ich wette, all diese Blöcke, die Sie in der Innenstadt von Canyon City und im Kreis Fremont an den Gebäuden sehen, wurden von Häftlingen bearbeitet. In dem Stil geht es weiter, 5 Stunden lang. Dann macht Jim einen letzten Abstecher. Es geht bergab. Die Straße heißt Skyline Drive. Hier waren Sie noch nicht, oder? Sie wurde vollständig von Häftlingen gebaut. In seinem Streifenwagen hatte Jim von seinem Gefängnis gesprochen, als wäre es sein Kind. Oder sein Motorrad oder sein Haus. Diese enge Verbundenheit erschien fast irreal. Jim sagte oft, worauf es ankommt, ist das Essen. Wenn das Essen in einem Gefängnis schlecht ist, erzeugt man Unzufriedenheit. Und das führt zu Zwischenfällen. Und schon setzt sich Jim dazu, mitten hinein, und lächelt denjenigen zu, die er und seine Männer eingesperrt haben. Das Gefängnis des Sheriffs ist in gewisser Weise das Vorzimmer für alle Haftanstalten im County. Egal, ob es um Trunkenheit am Steuer, Totschlag, Cannabiskonsum oder Bankraub geht, hier machen fast alle Zwischenstopp. 145 Männer, 18 Frauen. Alle mit Fußfesseln, ausnahmslos. Aus Sicherheitsgründen, wie uns ein Wärter zuflüstert. Überall Gestank. Es riecht feucht, nach schlechter Luft, muffig. Überall Farben, die Zeugnis von Schicksalen geben. Grüne Uniformen für die Schwerverbrecher und ihr verpfuschtes Leben. Rote für mittelschwere Vergehen, gestreifte für Lappalien. Und dann, hinter einer anderen Tür, ein weiterer Schock. Sechzehn Betten, 18 Frauen. Zwei Matratzen liegen auf dem Boden. Und dann das gleiche Spiel von vorn. Jim nimmt inmitten der Frauen Platz, redet, macht Witze, endet mit einem flapsigen, tja, dann hättet ihr eben nicht im Gefängnis landen sollen, Mädels. Und da lachen sie, aus vollem Herzen. Zum Schluss verabschiedet sich Jim von uns und macht uns ein Geständnis. Ich finde es nicht gut, dass all diese Leute im Gefängnis sitzen. Das hängt mit der Geschichte Amerikas zusammen. Es ist ein kulturelles Problem.
Wir bedanken uns und fahren weiter. Wir haben noch längst nicht alles gesehen. Am anderen Ende der Stadt ein weiteres Gefängnis, das älteste hier. Schon immer ein Schaufenster des industriellen Know-hows der Strafvollzugsbehörde von Colorado. Nummernschilder sind die hiesige Spezialität, ein Symbol des Wohlstands der Region. In diesem Werk zahlt der Staat seinen Häftlingen die besten Löhne. Monatlich $50 plus Zuschläge. Inmates work in the stamping mill, making state license plates and road signs. In the West, when they say something, they're not fools. Buffy McFadyen ist demokratische Senatorin, eine Seltenheit in dieser ultrakonservativen Gegend. Buffy ist auch ansonsten eine ausgefallene Erscheinung. Sie begrüßt uns mit Handschlag und großer Gestik. Anscheinend schert sie sich nicht um muffige Konventionen. Sie redet wie aus der Pistole geschossen. Die Nummernschildfabrik stellt die Schilder für die Autos in Colorado her. Sie werden alle hier in Fremont hergestellt, in der Haftanstalt. Die Autos in der Ferne scheinen alle ein Stückchen Gefängnis mitzunehmen. Nummernschilder sind hier sozusagen das Drive-In des Strafvollzugssystems. Die Ansichten haben sich mit der Zeit kaum geändert. Modern Penology recognizes man's need of work and furnishes tools and machinery. Mit Häftlingen, die nichts zu tun haben, gibt es die meisten Probleme. Außerdem sollte es unser Ziel sein, dass sie bis zur Entlassung einen Beruf erlernt haben. Wir haben hier die am schlechtesten bezahlten Häftlinge. Ich würde nie eine Wahl gewinnen, wenn ich höhere Löhne für Häftlinge fordere. Wir machen Geld auf dem Rücken unserer Häftlinge. Das darf nicht sein. Ich nenne das die Herstellermentalität. Die USA hat einen großen Teil ihrer Produktion ins Ausland verlagert. Autos, Kleidung, Schuhe, Haushaltsgeräte. Vieles wird jetzt importiert. Was bleibt uns also noch? Wir benutzen die Häftlinge und ihre Arbeit, um den wirtschaftlichen Niedergang aufzufangen. Wir fühlten uns, als kämen wir aus dem Sprechraum einer Haftanstalt. Ausgelaugt. Wir mussten zu einer weiteren Verabredung mit Brenda, der Ehefrau eines Gefangenen, von der uns Halina, die Inhaberin des Riviera-Motel, bei unserer Ankunft erzählt hatte. Ihre Worte kamen uns wieder in den Sinn. Brenda kommt zu ihrem Mann hier im Gefängnis und bringt ihr Kind mit. Sie ist sehr nett, ich mag sie. Sie ist hübsch und macht nie Probleme. Nicht wie manche andere Frauen, die hier ihre Männer besuchen oder ihre Freunde. Manchmal stehlen sie Sachen aus den Zimmern. Kissen oder Decken. Aber Brenda ist wirklich nett. Ich mag sie. Ich werde bald 28. Mein Mann wird morgen 32. Am schlimmsten ist es für meine Tochter. Sie war 3 Jahre alt, als er sich stellen musste. Jetzt bringt er mich zum Weinen. Tut mir leid. Alle sagen, ihr Mann oder Verwandter sei unschuldig. In unserem Fall wurde nie etwas bewiesen. Es war ein Wirtschaftsverbrechen. Er wurde zu 10,5 Jahren verurteilt. Von uns bis hierher sind es 10,5 Stunden Autofahrt. Er hatte nie zuvor etwas getan, niemals. Er hat ja niemanden umgebracht. Es liegt wohl an unserem Gefängnissystem. Sollen Mädels. Und da lachen sie, aus vollem Herzen.
Zum Schluss verabschiedet sich Jim von uns und macht uns ein Geständnis. Ich finde es nicht gut, dass all diese Leute im Gefängnis sitzen. Das hängt mit der Geschichte Amerikas zusammen. Es ist ein kulturelles Problem. Wir bedanken uns und fahren weiter. Wir haben noch längst nicht alles gesehen. Am anderen Ende der Stadt ein weiteres Gefängnis, das älteste hier. Schon immer ein Schaufenster des industriellen Know-hows der Strafvollzugsbehörde von Colorado. Nummernschilder sind die hiesige Spezialität, ein Symbol des Wohlstands der Region. In diesem Werk zahlt der Staat seinen Häftlingen die besten Löhne, monatlich $50 plus Zuschläge. Inmates work in the stamping mill, making state license plates and road signs. In the West, when they say something, they're not fools. Duffy McFadyen ist demokratische Senatorin, eine Seltenheit in dieser ultrakonservativen Gegend. Duffy ist auch ansonsten eine ausgefallene Erscheinung. Sie begrüßt uns mit Handschlag und großer Gestik. Anscheinend schert sie sich nicht um muffige Konventionen. Sie redet wie aus der Pistole geschossen. Die Nummernschildfabrik stellt die Schilder für die Autos in Colorado her. Sie werden alle hier in Fremont hergestellt, in der Haftanstalt. Die Autos in der Ferne scheinen alle ein Stückchen Gefängnis mitzunehmen. Nummernschilder sind hier sozusagen das Drive-In des Strafvollzugssystems. Die Ansichten haben sich mit der Zeit kaum geändert. Modern Penology recognizes man's need of work and furnishes tools and machinery. Because if they're not doing anything, mit Häftlingen, die nichts zu tun haben, gibt es die meisten Probleme. Außerdem sollte es unser Ziel sein, dass sie bis zur Entlassung einen Beruf erlernt haben. Wir haben hier die am schlechtesten bezahlten Häftlinge. Ich würde nie eine Wahl gewinnen, wenn ich höhere Löhne für Häftlinge fordere. Wir machen Geld auf dem Rücken unserer Häftlinge. Das darf nicht sein. Ich nenne das die Herstellermentalität. Die USA hat einen großen Teil ihrer Produktion ins Ausland verlagert. Autos, Kleidung, Schuhe, Haushaltsgeräte. Vieles wird jetzt importiert. Was bleibt uns? Oder sein Motorrad oder sein Haus. Diese enge Verbundenheit erschien fast irreal. Jim sagte oft, worauf es ankommt, ist das Essen. Wenn das Essen in einem Gefängnis schlecht ist, erzeugt man Unzufriedenheit. Und das führt zu Zwischenfällen. Und schon setzt sich Jim dazu, mitten hinein, und lächelt denjenigen zu, die er und seine Männer eingesperrt haben. Das Gefängnis des Sheriffs ist in gewisser Weise das Vorzimmer für alle Haftanstalten im County. Egal, ob es um Trunkenheit am Steuer, Totschlag, Cannabiskonsum oder Bankraub geht, hier machen fast alle Zwischenstopp. 145 Männer, 18 Frauen. Alle mit Fußfesseln, ausnahmslos, aus Sicherheitsgründen, wie uns ein Wärter zuflüstert. Überall Gestank. Es riecht feucht, nach schlechter Luft, muffig. Überall Farben, die Zeugnis von Schicksalen geben. Grüne Uniformen für die Schwerverbrecher und ihr verpfuschtes Leben. Rote für mittelschwere Vergehen, gestreifte für Lappalien. Und dann, hinter einer anderen Tür, ein weiterer Schock. Sechzehn Betten, 18 Frauen. Zwei Matratzen liegen auf dem Boden. Und dann das gleiche Spiel von vorn. Jim nimmt inmitten der Frauen Platz, redet, macht Witze. Endet mit einem flapsigen, tja, dann hättet ihr eben nicht im Gefängnis landen sollen, Mädels. Und da lachen sie, aus vollem Herzen. Zum Schluss verabschiedet sich Jim von uns und macht uns ein Geständnis. Ich finde es nicht gut, dass all diese Leute im Gefängnis sitzen. Das hängt mit der Geschichte Amerikas zusammen. Es ist ein kulturelles Problem. Wir bedanken uns und fahren weiter. Wir haben noch längst nicht alles gesehen.
Am anderen Ende der Stadt ein weiteres Gefängnis, das älteste hier. Schon immer ein Schaufenster des industriellen Know-hows der Strafvollzugsbehörde von Colorado. Nummernschilder sind die hiesige Spezialität, ein Symbol des Wohlstands der Region. In diesem Werk zahlt der Staat seinen Häftlingen die besten Löhne. Monatlich $50 plus Zuschläge. Inmates work in the stamping mill, making state license plates and road signs. In the West, when they say something, they're not fools. Duffy McFadyen ist demokratische Senatorin, eine Seltenheit in dieser ultrakonservativen Gegend. Buffy ist auch ansonsten eine ausgefallene Erscheinung. Sie begrüßt uns mit Handschlag und großer Gestik. Anscheinend schert sie sich nicht um muffige Konventionen. This is the women's facility that's no longer. Das ist das Frauengefängnis. Es ist inzwischen geschlossen. Es ist nicht stark bewacht. Wir können bis ans Haupttor fahren, damit Sie ein bisschen was sehen. Es wurde stillgelegt. Ich war bei dem feierlichen Akt dabei vor ungefähr einer Woche, als es offiziell stillgelegt wurde. Aber plötzlich tauchte wie aus dem Nichts eine Aufseherin auf. Sie forderte uns auf, uns davon zu machen. Jim meinte, wir täten gut daran, ihrem Rat zu folgen. Diese Frau sollten wir bald wiedersehen. Sie sehen viele solcher Steinblöcke an den Gebäuden hier. Das ist typisch für unseren Bezirk. Sie wurden von Häftlingen gemeißelt und von Hand bearbeitet. Ich wette, all diese Blöcke, die Sie in der Innenstadt von Canyon City und im Kreis Fremont an den Gebäuden sehen, wurden von Häftlingen bearbeitet. In dem Stil geht es weiter, 5 Stunden lang. Dann macht Jim einen letzten Abstecher. Es geht bergab. Die Straße heißt Skyline Drive. Hier waren Sie noch nicht, oder? Sie wurde vollständig von Häftlingen gebaut. Make sure you got the right too. In seinem Streifenwagen hatte Jim von seinem Gefängnis gesprochen, als wäre es sein Kind. Oder sein